Willkommen zu einer neuen Folge Octopath Traveler. Wir sind in Heiligbrücken. Machen das Kapitel 3 von Elfin. Und sind jetzt auf dem Weg zu Mikkel. Wie man das auch aussprechen möchte. Und haben erfahren, dass er eigentlich ein Mörder ist. Jetzt ist die Frage, lassen wir ihn sterben? Oder retten wir ihm sein Leben? Lass mal rausfinden, was er jetzt macht. Hi. Whoa. Hi there. I'll take care of this. Ah, I see. All right. I'll fix you up good as new. Before you act, ask yourself what it truly means to save a man's life. Especially the life of a killer. What? Shucks. Huh? I don't know. Now listen here. Hi. I beg of you. Thank you. Und so mühte sich Elfin bis in die frühen Morgenstunden und versorgte Miguels Wunde, so gut er konnte. Zu freundlich, der Typ. Einfach zu freundlich. Und schließlich... wurde hinterrücks überfallen und ausgeraubt. Ja. Someone help! Got that? No, no. Thank you.
für ein Pflaumen, August? I'll take care of this. Got it. Na gut, rennen wir da mal zu diesem Rivera Forst. Einmal schnell speichern. Ist ja relativ wichtig hier in diesem Spiel. Kann ich eigentlich nur jede Folge wiederholen. Okay, hier geht's nirgends so lang. Keine versteckten Wege oder so. Ach, neue lustige Rollen. Tänzerfähigkeiten. Out of my way. Oder hätte ich auch mit dem Schwert auf das Schweinchen einprügeln können, ne? What the? All right. Oh, machen wir mal sowas hier. Macht nicht viel Schaden, das ist so nervig. Man hat auch nichts Großartiges, um uns anzugreifen. Gott sei Dank haben die beiden ja relativ viel Wumms dahinter, Ophelia und Cyrus, mit 20 Leveln drüber. Schädlicher Staub. Okay, wir müssen nach links oben. Kommen wir nicht durch. Can't we settle this like gentlemen? Wir haben auch keinen Jäger dabei, das ist, fällt mir jetzt so gerade auf. Ach guck mal, Blitz, das ist doch ideal, dass die Elektroschwäche haben. Let's flee our path.
Ja, und Zeit schläft. Kein Bogen. And that's that. Ich glaube, wir müssen einmal hier links rum. Dann kommen wir zur Therion-Truhe. Da ist sie. Here we go. Und alle haben Schatten. Schaden. Nervig. Let's flame illuminate our path. Können wir mal so ein Objekt raushauen? Den Donner, Wind, Licht, Schatten. Take this! Na, oh, nur ein Eisamulett, ey, das ist so nervig. Okay. Da ist auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich lange leere Fahrt. Okay, was seid ihr denn? Windelemente, okay. Okay, ist hier davon oder was? Ich kann mir nie so ein Windelementar vorstellen. Das hat nichts gebracht. So, weiter geht's. Da ist eine kleine Truhe. Mit einem Energiegranatapfel. So, was haben wir hier? Ich glaube, hier kommen wir wieder zurück. Auf diesen Hauptweg. Ja, da kommen wir nur zurück auf den Hauptweg. I'll make this quick.
An interesting dilemma. Na komm, hau mal die ganzen Objekte hier raus. Wofür haben wir die denn? Take this! All right. Pick your poison. So, Autoheilung ist schon was Gutes. Oder Heilung durch Levelaufstieg. So, jetzt wollen wir eigentlich nur gerade rauslaufen und dann haben wir eigentlich alles eingesammelt. Wenn ich mich richtig erinnere. Hier sieht lustig aus. Nein, natürlich nicht. Dass die ganze Zeit hier was raushauen. Out of my way. Du hast auch keine Axt. Bring it on. What is the logical course of action? All right. Let's a flame illuminate our path. My turn. Let's do this. Shot. I'll do my best. Here goes nothing. Now, what next? A tempest of ice shall rain. Nervig. I am not made for such battles. Gut, also wir machen jetzt mal hier eine kleine Heilung. Füllen wir wieder alles auf. Können wir auch gleich speichern. Und dann machen wir hier auch einen kleinen Cut. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn.